BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Wegen entsprechender Warnungen aus Berlin werden auch im Land die Antiterrormaßnahmen verstärkt. Zuvor hatte Innenminister Thomas de Maizière gesagt, es gebe konkrete Hinweise, dass für Ende November ein Terroranschlag in Deutschland geplant sei. Als Reaktion wird das Land die Sicherheitsmaßnahmen an öffentlichen Orten mit hohem Publikumsverkehr erhöhen. Wie hier an den Flughäfen soll es beispielsweise mehr Polizisten geben. Das hat der baden-württembergische Innenminister Herbert Rech angekündigt. Dazu gehören auch Bahnhöfe. Den Schwerpunkt lege man aber auf verdeckte und nicht sichtbare Aufklärungsmaßnahmen. Zuvor hatte der Bundesinnenminister de Maizière in Berlin von einer neuen Lage gesprochen. Es gebe Grund zur Sorge, aber nicht zur Hysterie. Baden-Württemberg will die Lage durch seine Sicherheitsbehörden fortlaufend bewerten lassen. Man werde alles dafür tun, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, so Rech. Auch im Land hat der Mensch in der Vergangenheit Flussauen verbaut, Brachflächen versiegelt und Flüsse kanalisiert. Mit dramatischen Folgen. Denn Naturkatastrophen wie Hochwasser häufen sich. Jetzt sollen dem landesweite Gefährdungskarten entgegensteuern. Juni 2008. Im Starzeltal im Zollernalbkreis kommt es zur Katastrophe. 3 Menschen sterben in den Fluten. Der Sachschaden beträgt rund 20 Millionen. Innerhalb einer Stunde haben starke Regenfälle das Flüsschen zum reißenden Strom gemacht. Später wird die Analyse ergeben, für das Hochwasser tragen auch Menschen Verantwortung, beispielsweise durch Ausweisung von flussnahen Gebieten als Bauland. Ein Fehler, der sich nicht wiederholen soll. Wie hier in Tübingen treffen sich deshalb Experten und Entscheidungsträger der Regionen und des Landes zum Austausch. Beispielsweise, um Landkarten über Risikogebiete für Hochwasser als Handlungsgrundlage zu erstellen. Die geben wieder, welche Bereiche mit welchen Wiederkehrintervallen überschwemmt werden. Also man guckt, wie sieht die Fläche aus bei einem 10-jährlichen, 50-jährlichen, 100-jährlichen oder einem extremen Hochwasser. Und dann auch nicht für alle Gewässer in Baden-Württemberg, sondern nur für die größeren. Das sind die sogenannten Hochwassergefahrenkartengewässer. Einsatzkräfte wie Katastrophenschutz und Feuerwehr sowie Betroffene sollen sich mit diesen Karten zum einen besser auf ein eventuelles Hochwasser einstellen. Zum anderen sollen die Gefahrenkarten Grundlage für Gesetze und Verwaltungshandeln werden. Dass sie die Gefahrenzonen besonders kennzeichnen und dass sie dann somit also uns Landkreisen und den Kommunen helfen, die herauszufiltern und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Dabei kann es sich beispielsweise um direkte Schutzmaßnahmen handeln, wie die notwendige Erhöhung von Mauern oder Wellen gegen einen hohen Wasserstand. Oder aber um Bauverbote nahe dem Wasser und in Flussnähe, um nicht noch mehr Sickerflächen zu schließen. Wichtig ist es natürlich auch, um immer wieder präsent zu machen, dass es eine Hochwassergefahr gibt. Und wenn es dann um neue Bebauungen beispielsweise geht, dann will man gar nicht mehr wahrhaben, dass doch vielleicht neue Baugebiete in Bereichen liegen, die für Hochwasser sensibel sind. Die neuen Karten über die Hochwassergefahrenstellen müssen die zuständigen Behörden jetzt erst noch prüfen. Denn auf der Basis dieser offiziellen Hochwassergefahr wird es dann verbindliche Behördenentscheidungen und Vorschriften geben. Bahnchef Rüdiger Grube hält das von Stuttgart 21 Gegnern geforderte Kopfbahnhofkonzept für nicht durchführbar und nicht finanzierbar. Für K21 werde es keine Baugenehmigung geben. Und wenn doch, wäre das Projekt frühestens 2035 fertiggestellt. So Grube gestern in Stuttgart. Die Bahn werde auch nach der Landtagswahl und eventuell anderen politischen Mehrheiten an Stuttgart 21 festhalten. Unterstützung erhielt Grube auch von allen 35 baden-württembergischen Landräten. Diese stellen sich ausnahmslos hinter die Pläne für Stuttgart 21 und die geplante Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Nach Worten ihres Sprechers Jahn erhoffen sie sich gerade für ländliche Gebiete strukturelle Impulse. Mit Hunderten von Ballons hat der Verein Frühchen e.V. Reutlingen heute an den Internationalen Tag des frühgeborenen Kindes erinnert. Der Verein schloss sich damit der bundesweiten Aktion an, die in Berlin mit 6.000 Ballons gestartet war. Die Aktion vor dem Klinikum am Steinenberg sollte auch vor geplanten Gesetzesänderungen warnen. Diese sehen vor, zu frühgeborene Kinder klinisch nur noch dann zu versorgen, wenn die Klinik jährlich mehr als 30 Frühchen vermeldet. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.